Wie versprochen geht es jetzt weiter am Busprojekt. Jetzt geht es hauptsächlich noch um die Lederreparatur. Wir haben uns ja im Endeffekt um alle Sitze gekümmert und auch um das Lenkrad. Partiell wurden Löcher gespachtelt, wie hier gerade zu sehen, und auch die Wangen ein bisschen geglättet und einmal komplett neu eingefärbt bzw. nachgefärbt. Das haben wir im Profilackierverfahren gemacht. Wer dazu Fragen hat oder das noch sehen möchte, kann sich gerne die Videos auf unserem Kanal zum entsprechenden Thema angucken. Ich lasse jetzt mal ein paar Bilder laufen und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Fast fertig. Bevor wir jetzt wirklich durch sind, geht es nochmal an die Fahrzeugwäsche. Wir haben uns aufgrund der Zeit und auch des Fahrzeugzustandes außen, also Rost und Lackschäden, dazu entschieden, den Wagen einfach nur einmal gründlich sauber zu machen, ordentlich zu waschen und eine Sprühversiegelung drauf zu machen. Alles Weitere müssen wir mal abwarten, je nachdem, ob der Besitzer noch was an dem Fahrzeug macht. Dann kann man natürlich eine Lackaufbereitung machen. Jetzt in dem Fall hat das nicht so viel Sinn gemacht, beziehungsweise die Zeit hat auch einfach nicht gereicht, wie im ersten Video am Anfang schon angekündigt. Übrigens, wenn du das noch nicht gesehen hast, schau gerne mal rein, dann siehst du das komplette Vorher oder den kompletten Vorherzustand und auch die Arbeiten, die wir bis dorthin ausgeführt haben. Wir machen jetzt mal die Wäsche hier zu Ende und sehen uns dann nochmal zum letzten Schritt und dann natürlich noch zum Ergebnis. Der letzte Schritt war der Teppich. Wir haben uns dazu entschieden, einen passenden Teppich einzukleben bzw. noch ein kleines Farbakzent einzusetzen. Das werdet ihr gleich sehen. Hier genau, haben wir den Teppich dann nochmal passend zugeschnitten. Der Wagen hatte eine bisschen andere Ausstattung als der vorgefertigte Teppich, den wir bestellt haben. Den kann man nämlich so online bestellen. Aber der hatte ein, zwei mehr Ausstattungsfeatures, sodass wir den doch noch ein bisschen anpassen mussten. Aber soweit kein Problem. Am Ende nochmal finaler Saugdurchgang. Alles nochmal absaugen, durchwischen, montieren und dann war der Wagen schon fertig. So, im Innenraum haben wir wirklich ein großes Programm gestartet. Also die Reinigung der Kunststoffböden war sehr intensiv. Die waren wirklich stark verschmutzt. Wir haben die beiden Sitze vorne komplett nachlackiert, soweit es geht, gespachtelt. Also alles, was jetzt hier noch drin ist, sind Trockenbrüche im Kunstleder. Das heißt, es ist kaputt, aber die Sitze sehen jetzt wirklich ansonsten von der Struktur wieder aus wie neu. Das Lenkrad ist gespachtelt und lackiert. Es sieht wieder aus wie neu und der ganze Innenraum, glaube ich, kann sich sehen lassen. Teppich hinten haben wir komplett oder neuen Teppich verklebt. Vorher war dieses zerfledderte, kaputte Kunststoff, dieser Kunststoffboden drin. Den haben wir rausgenommen und haben Teppich geklebt. Mit einem kleinen roten Akzent, passend zur Wagenfarbe. Ja, und ansonsten würde ich sagen, den Rest der Bilder seht ihr. War ein cooles Projekt, mal wieder was ganz anderes. Nico. Kein High-End. Ah, da ist er. Hey. Da ist er. Ja. Michael. Ist da mein Auto schon da? Ja, wie du siehst, ich hoffe, du hast ihn noch erkannt. Ey, das ist er. Das ist er. Wow, schwer begeistert. Dann warte mal, bis du den Innenraum siehst. Innenraum guck mal, auch guck mal rein und gib mir Feedback. Geil, Teppich. Nice. Richtig cool. Vorne auch? Hat der vorne auch was gemacht? Ein bisschen was. Alter.
Alter. Alter, kannst du vom Boden essen. Das ist ja krass. Alter. Guck mal. Hätte ich vorher mich nie getraut, kein Dreck reinzufassen. Das, der stand vor Dreck. Das ist echt Wahnsinn. Das hättest du auch gemacht. Alte Macht. Schick. Und war anstrengend? Hat Spaß gemacht, würde ich mal so zusammenfassen. Ja. Spaß. Wichtig ist, Michael ist zufrieden. Freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Wir hatten Spaß beim Saubermachen. Wir sehen uns beim nächsten Projektauto oder beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.